Hallo liebe Leute, hier ist euer Bitong und Lisa. Heute ist Freitag, der 13. Nein, der 26.01. Und ich wurde entführt von einem BTS-Fan, deswegen muss ich das aufhaben. Nein, ich bin nur erkältet, deswegen habe ich das jetzt so. Ja, wie haben wir uns jetzt nochmal kennengelernt? Wegen G-Dragon, ne? Wegen G-Dragon, ja. Ja, da seht ihr, K-Pop verbindet. Ich mache es ja. K-Pop verbindet? Du warst auch in Berlin, ja. Wenn man das einmal zeigen kann. Hier, 17 Euro und 26 Euro. Er hat sie bezahlt. Hier, der Beweis. Und sie ist offensichtlich, genau, Big Bang Fan. Nein, BTS. Und da hat sie sogar ein Bild von mir. Also von daher, nein. Ja, G-Dragon war der Grund. Ja. Und die K-Pop-Gruppe. Und dass ich behindert bin und dass ich anscheinend doch nicht so unsympathisch wirke. Oder doch? Wie auf den ersten Blick? Hm? Auf den ersten Blick schon, auf den zweiten Blick nicht. Sie ist tierlieb, deswegen ein Herz für Affen. Nein, und das Tolle ist, muss ich sagen, Déjà-vu. Nicht nur Cody, sondern auch Lisa hat für mich Vitamalz gekauft. Um mich betrunken zu machen. Nein, natürlich gar nicht. Gar nicht. Oh. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, wenn ich das dann hochlade bei der K-Pop-Party in Köln am 27.01.2020. Nein, 18. Bang, bang, bang. Stichwort, okay. Jetzt genießen wir den Rest des Abends mit Tee. Ja, du wusstest gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Schon wieder das Video zerstört. Absprache, hallo. Hol mir mal ein Bier. Heute Abend geht's los mit der K-Pop-Party, aber vorher waren wir in Düsseldorf, in Saturn, und da gibt's K-Pop-Sachen, kaum zu glauben, die Deutschen rüsten langsam auf, und hier seht ihr das Album von, genau, B.A.P. Nein, jetzt mal ein Unboxing, also, das hat Lisa geschenkt bekommen, nicht von mir, weil ich ein Arsch bin und mega geizig, und jetzt sind wir mal gespannt, was da so drin ist. Bitte öffne dieses Paket. Ah, eine Bombe! Nee, ja, mach ich kaputt, ist kaputt. Okay, ein Heft. Ja, Blätter einmal so, ja genau, so mal durchflippen. Okay, okay. Oh, was ist denn das für eine Karte? Jungkook. Ach, das bin ich. Ja. Cool, dass du die Version hast. War das nicht gestern Jin? Nee. Doch. Nee. Wohl. Das ist egal, die Leute können das nicht unterscheiden. Okay, ein Heft, Bilder. Oh, noch eine Karte. Hm. Mhm. Eine CD? Wofür denn? Sind denn die? Kannst du einmal um. Ja, genau. Einmal umdrehen, bitte. Ja, sieht gut aus. No warning. Love hurts. It causes anger, jealousy, obsession. Why don't you love me back? Keine Ahnung. Wanna be loved so bad, my heart is full of you. And I have Durchfall. Ach ne, steht da gar nicht. Ja, und bist du zufrieden? Sehr zufrieden. Ich muss natürlich noch die CD anhören. Ja, so viel. Noch ein Bonus-Unboxing. Es kommt gleich noch ein Video. Ja, wir werden es noch fertig machen und stylen und so. Und ja, als VIP muss man sich da ein bisschen rausputzen, ne? Oh. Ja, hallo, man muss auch dazu stehen. Man muss ja nicht alles verheimlichen, ne? Also, Special Guest halt, ne? Ich bin der, der die Toiletten putzt. Deswegen komme ich auch gratis rein. Ja. In die Toiletten. Ich bin ja VIP, very important person, und das... Important trifft auf den Punkt. Important person. Impotent person. Why are you looking at me? I'm a VIP, very important person. No, you mean important. No, I mean impotent. So, so, liebe Leute, es ist soweit. Wie viele Stunden noch? Wie viel später haben wir jetzt? 7 Uhr irgendwas? Ist scheißegal, scheißegal. Irgendwas um den Dreh. Es geht um 10 Uhr, nee, halb 11 los. Mhm. Wir machen uns auf den Weg nach Köln. Unser Outfit, ne? Hier natürlich im Army-Style, ne?
Ja, es geht los. Ich bin gespannt. Wetter spielt mit, ne? Es regnet ja nicht. Dann sehen wir uns am nächsten Tag. Peace out. So, liebe Leute, der nächste Morgen, oder besser gesagt, der nächste Nachmittag. Die Party ist vorbei mit Miso. Sie hat mich verlassen. Nee, also von daher, Abschlussfazit. Voll scheiße, ey. Nein. Ich war überrascht, dass es so ein kleiner Club war, aber ist gar nicht so schlecht, weil das dann so eine intime Atmosphäre hatte. Vielleicht beim Tanzen ein bisschen schlecht, wenn man links und rechts bam, 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 bam. Aber das war wohl echt gut mit dem Club. Das müsste ich mir fürs nächste Mal merken. Für das nächste Mal merken, dass ich mir mehr so die K-Pop-Hits anhöre und auch die Dances, damit man auch mit dazu abgehen kann. Weil das blöd ist, wenn alle schon die Choreo teilweise so gut können und du rampelst da blöd rum. Kann man nicht so gut abgehen. Aber wir konnten zu Bang 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 abgehen. Yes! Ziel erreicht, nur zu der Sache, das hat gereicht und zu dem Rest ja Freestyle oder macht einfach ein bisschen mit oder nach. Es klappt dann auch fürs nächste Mal, wie gesagt, an alle, die auf eine K-Pop-Party gehen, von den Young Bros oder wen auch immer, Choreo vorher üben, die Songs dann. Ja, ich weiß, das machen die Hardcore-K-Pop-Fans, die machen das so oder so. Ich hatte zu wenig Zeit und naja. Das hat ja natürlich trotzdem Spaß gemacht. Also wenn jemand sich überlegt, dahin zu gehen, ohne die Lieder vorher zu hören, kein Problem, man hat trotzdem Spaß. Ist scheißegal, da kommt keiner und sagt, du kannst die Choreo nicht. Das wär's dann doch, ey. Nee, aber dann das Coole natürlich, der Höhepunkt, Miso. Sie war sehr lieb, sehr fannah, muss ich sagen. Das fand ich sehr cool. Und Performance super, kann man nichts sagen. Auch das, was ich sehr süß fand, dass sie Deutsch gelernt hat. Also ein paar Fetzen zum Beispiel. Danke! Oder du bist geil! Da hat sie mich gemeint, ganz klar. Ja, okay, sie hat mich dabei nicht angeguckt. Ja, nicht in meine Richtung, verdammt. Wenn sie mich gesehen hätte, hätte sie das zu mir gesagt. Ah.
Blöde Kugel. Danke. Aber das Coole war, nachdem es vorbei war, wie so weg, so dachte ich, Höhepunkt vorbei, das Werk, schade. Konnte ich noch ein Foto machen. Ja, voll geil. Sie kam aber trotzdem noch zweimal wieder. Sie kam wieder und das Coole ist, sie hat einfach mit den Leuten auch Party gemacht. So konnten noch mehr Leute mit ihr Fotos machen. Ich stand einen Meter neben ihr, hab getanzt und sie stand da auch, hat getanzt. Also ist nicht so tanzen, performen und dann weg, sondern wirklich auch noch bei den Fans bleiben. Das fand ich sehr schön. Haben wir ja G-Dragon jetzt nicht. Der wollte ja nicht auf mich warten in Berlin. Der Affe. Aber Miso, die macht mit Party. Das ist das Coolste, was man eigentlich machen kann. Und deswegen fand ich diese Atmosphäre viel besser als so das Riesenkonzert. Auch wenn die Show, wow, geil, natürlich. Ist was anderes, wenn da tausende von Leuten da einen Song mitsingen oder schreien, kreischen. Aber diese Nähe war mir doch irgendwie wichtiger, diese Atmosphäre. Die Leute alle waren nett, mitgedanced, alle super freundlich. Und auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, wenn ihr jetzt eine Party anstrebt, bei der Miso dabei ist. Super, super geil. Und ihr müsst nicht mal VIP-Tickets bezahlen, um ein Foto mit ihr zu machen. Das fand ich ja noch am besten. So viel Geld gespart. Und trotzdem ein Foto mit ihr ergattert. Ich weiß, Miso, muss ich sagen, ist jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, aber trotzdem eine liebe Person, hart arbeitende Person, Fan der Person. Was eigentlich so für mich das Ausschlaggebende war, warum mir das so gefallen hat. Ja, danach weiter dancen, nachdem Miso, ja, die ist immer wieder zurückgekommen, ja. Ne? Dann auch wieder auf die Bühne, dann ja, dann auch wieder angeheizt, das fand ich so cool. Das fanden alle cool, von daher. Die war nie weg, ey. Ja, die war nie weg. Die hat den Abend noch miterlebt und so, und das fand ich sehr schön. Und der geil. Das war so süß. Ja. Hat die noch was gelernt, gesagt? Dieses, ich lieb euch oder so. Ich hab das nicht verstanden. Stück. Irgendwie so komisch ausgesprochen. Aber ich lieb euch oder so irgendwie. Ja, ich hab euch. Hat er nicht gesagt, ich hab den Typen mit. Hast du was verstanden? Ich bin Miso. Ja, das hab ich auch verstanden, das hat ihr am Anfang gesagt. Aber was hat die gerade gesagt? Ich liebe euch, wollte sie sagen. Ich hab euch. Okay. Aber der hat ein Notizheft dabei, das fand ich cool, dass sie so nachguckt. Hello Kitty Notizheft, ja. Das war so süß. Von daher kann ich nur sagen, nur zu empfehlen von den Young Bros. Ich weiß ja nicht, wie die Locations demnächst werden, aber es ist eine echt gute Alternative zu einem Konzert, wenn man sagt, ah, ist zu weit, ist zu teuer, ah, übernachten hier und bla. Ne, also Young Bros, K-Pop Party, Daumen hoch. Miso, Daumen hoch. Danke. Für das tolle Konzert, für den tollen Abend und ich wünsche ihr auch viel Erfolg, auch wenn sie das eh nicht sehen wird und verstehen wird. Aber für mich definitiv ein großes Erlebnis, wenn nicht sogar ein bisschen größer als das von G-Dragon, weil das intimer war, weil ich wiederhole mich. Und weil sie ein Mädchen ist, naja, Frauenbonus. Nein, natürlich nicht. Von daher seht ihr, K-Pop verbindet, K-Pop macht Spaß. Kevin macht gute Laune, ist verrückt. Genau mein Ding. Von daher, hast du noch was hinzuzufügen zu diesem glorreichen Wochenende? Ich weiß, ich habe vorhin schon gefragt. Aber. Nö, war sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr, 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 besser sehr als die schön. Party, die du davor mitgemacht hast in Köln, der andere? Ja, allein schon durch Miso und dass mehr mich. Leute ja. da gewesen sind. Ja, sag ruhig, durch ja. mich. Ja, durch dich. Ja, nee, war sehr geil. Nee, war auch cool. Immer wieder. Nicht dabei zu haben, die Mädels, ja, also eine kleine Gang. Natürlich! Mädels-Gang und ich. Nur die Mädels und Tau. Videos. Was für ein tolles Leben. Ja, das braucht man manchmal, auch wenn ich überhaupt nicht der Partygänger bin. Aber das war es doch wohl wert. Von daher. Euch viel Spaß. Ja, ich bin nicht Miso. Ich bin Beton. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Beton. Oh, war das heiße. Aber ich hab Spaß, also euer Beton. Bis zum nächsten Mal. Jo. Bei ihm sieht das wieder süß aus, ja. Wenn bei mir. Ja, wenn du so scheiße guckst. Was haben wir, wenn ich einen deutschen neben einem Bier nehmen, lesen. Oh, ey. Sie sagen, Mom, schon das Tango. Close your eyes.